Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Avencast. So, in der letzten Folge sind wir mal wieder gestorben. Aber das ist ja nicht so schlimm hier. Weil wir ja doch ein bisschen quicksafen. Dann versuchen wir jetzt nochmal hier reinzugehen und diese Viecher platt zu machen. Die Trolle, Golems, was auch immer. Die waren ja gar nicht mal so ohne. Vielleicht sollte ich die nicht in diesen Vorraum holen, sondern in dem großen Raum versuchen zu besiegen. So, dann machen wir jetzt mal hier speichern. Nochmal kurz warten, bis wir voll sind. Ah, da sind aber noch mehr Viecher. Wir sollten die vielleicht doch hier vorpullen. Kommen die jetzt beide oder nur einer? Ah, sie kommen beide. Weg, weg, weg. Uste, uste, uste. Ah, toll. Alter, halten die viel aus. Der erste ist jetzt weg. Besiegt. Das war ein Morgat. Legionär Morgat. Okay. Puh, die haben aber ordentlich was ausgehalten. So. Was haben wir hier noch? Da haben wir nur den Sitz in der Mitte. Da sind noch mehr Viecher. Da hinten sitzen auch noch welche. Geht's da lang? Ich finde das auch cool, dass sie die Gegner vom Anfang hier noch verbessern und dann wiederverwenden. So. Dann weiß man zumindest, worauf man sich einlässt, aber sie sind stärker. Na. Boah. Alter, der hat noch einen Schaden. Ich bin fast tot. Komm mal her, du Dicker da. Wobei, dick ist der ja gar nicht. Komm schon. Ja, und jetzt. So. Da liegt noch ein bisschen Staub. Mit Gold. So, dann erstmal wieder speichern. Das waren jetzt immer knappe Kisten. So, also nochmal die Bedienungsanleitung mal kurz anschauen. Wir müssen positiv vermutlich den positiven. Wo war das denn hier? Teleskop, bestimmter Sphärenkörper. Der blaue Stern. Genau, den blauen Stern brauchen wir. Habe ich jetzt was gedrückt? Was tut er? Hallo? Wieso kann ich ihn jetzt... Ah, da kann ich jetzt den ausrichten. Aber wohin? Ich will eigentlich... Ja, das wollte ich. Uiuiui. Ah, da ist der blaue Stern. Das ist der blaue Stern, oder? Genau. Guck an. So. Jetzt haben wir den blauen Stern. Und den müssen wir jetzt nach dort leiten.
Kann man das da jetzt an der Seite einfach durchschießen oder wie funktioniert das? Oder ist hier irgendwo ein Spiegel? Da ist irgendwas. Vielleicht geht das da durch, wa? Weil das da sieht irgendwie nicht so aus, als wäre das sinnvoll. Gucken wir mal. Wenn wir jetzt den da durchschießen. So. Und dann darüber schauen. Okay. Dann schauen wir mal. So. Geht's hier rein? Ja, komm. Da, guck mal, da kommt er. Da ist der Spiegel. Ach komm, ja. Was war das? Das war nicht so gut hier. Wie sie sich da alle verstecken. Was? Habe ich die immer nicht getroffen gerade? Mir war so, als hätte ich sie getroffen. Okay. So, das können wir noch looten. Wieder ganz viel Geld. Und das hier. Ah, toll. Das geht da durch. Da wollen wir es nicht hin haben. Wir wollen es nach dort schieben. Boah, das dauert ja. Hell, ganz hell. Drehen, drehen, drehen. Natürlich musst du das auch ganz knapp daneben sein, dass man ewig warten muss. So. Okay. Geht da durch. Dann gucken wir jetzt mal nach da drüben. Achso, wir können ja hier umschalten, dass wir schneller laufen. Schon wieder ganz vergessen, dass das ja geht. So, und jetzt die Frage, wahrscheinlich in die Mitte, wa? So. Oh ja, da kommt Energie an. Das klingt gut, oder? Wollen wir mal den Hebel ziehen? Wir ziehen mal den Hebel. Okay. Jetzt haben wir die Nachricht geschickt. Würde ich mal denken. Dann gucken wir mal, was jetzt das Glockbuch sagt. Kehre zu Theodosius zurück und berichte ihm, dass du das Signal senden konntest. Ja, dann machen wir das doch. Wahrscheinlich müssen wir eh nochmal hierher kommen. So, ja, rechts oder links? Westlicher oder östlicher Abgang? Aufgang. Abgang? Abgang? Abgang, ist ja lustig. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Hier waren wir auch schon mal. Guck, das war ja die Tür, wo ich meinte, hier geht's zum Planetarium? Ja, cool, dann sind wir gar nicht so weit weg. Das gefällt mir doch. So, dann können wir ja mal noch zurückgehen. Und mit ihm quatschen. Ja, dann war ja die einzige Aufgabe jetzt, ne? Warte mal, bevor wir das machen, sortiere ich mal hier um. So, okay. Ist es euch gelungen, ein Signal zu senden? Ja, das habe ich soeben gemacht. Doch leider muss ich auch davon berichten, dass ich Stellarius tot auffand, als ich den Schlüssel zum Planetarium suchte. Ach, das war dann... Ja, da stand da nicht Stellarius, sondern stand einfach Totia Magia. Naja. Das hatte ich bereits befürchtet. Es sind wahrlich schlimme Zeiten angebrochen.
Trotzdem bin ich sehr froh darüber, dass es euch gelungen ist, das Signal zu senden. Nun können wir nur noch hoffen, dass unser Ruf nach Hilfe auch Gehör findet. Zumindest haben wir getan, was wir konnten. Seht, Meganteolis kommt zu sich! Meister Meganteolis, erzählt uns, was sich zugetragen hat. Nun denn, lasst mich berichten. Alles begann damit, dass der Rat der Erzmagier Berechnungen anstellte, um ein Experiment durchzuführen. Wir alle glaubten, dass damit ein neues Zeitalter für unsere Akademie anbrechen würde. Denn wir suchten schon lange nach einer Möglichkeit, durch die Dimension zu reisen. Nach etlichen Wochen mühevoller Arbeit war es tatsächlich soweit. Wir hatten Erfolg, hatten die Rätsel der magischen Dimensionen entschlüsselt. Nun, so glaubten wir, würden uns fremde Welten offenstehen. Ja, wir würden mit Hilfe eines Portals die Sphären durchreisen können. Doch was für ein Hochmut. Nicht wir waren es, die ferne Welten besuchen würden, nein, wir selbst wurden heimgesucht. Als ob sie nur darauf gewartet hätten, brachen Dämonen aus dem Portal hervor. Dutzende, Hunderte strömten in die Akademie. Wir kämpften um unser Leben. Als der erste Ansturm vorbei war, belegte Quirius das Portal mit einem Bannspruch, während ihm die anderen Erzmagier die eingedrungenen Dämonen vom Leibe hielten. Ich hingegen machte mich auf, die Magier und Schüler in der Akademie zu schützen. Doch die dunklen Herrscharen drangen schnell und gewaltsam vor. Ich konnte kaum noch eine Seele retten. Auch für mich gibt es wohl keine Hoffnung mehr. Seht, wie sich die unheiligen Kräfte tiefer und tiefer in mein Fleisch fressen. Wie viel Zeit mir noch bleibt, ist ungewiss. Mit letzter Kraft konnte ich diese Schutzkugel aktivieren. Sie wird euch zumindest vorerst vor den Armeen der Dunkelheit schützen. Wenn jedoch Quirius Bannzauber bricht und noch mächtigere Dämonen in unsere Welt strömen, sind wir alle verloren. Und ich sage euch, sie nagen und kratzen unentwegt an dem Spruch. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Zauber nachgeben wird. Ich sehe nur eine Möglichkeit, dieses teuflische Portal zu zerstören. Mir ist bekannt, dass Quirius, einer der wahren Meister dieser Akademie, ein mächtiges Artefakt besaß. Es wurde Destructorus genannt. Damit könnte es uns gelingen, dem Einbruch der Dämonen ein Ende zu setzen. Ja, das ist ja krass. Dieser Hochmut der Menschen. Gibt es dieses Artefakt noch und wo könnte man es finden? Wenn es ihn tatsächlich noch gibt, dann müsste der Destructorus in den Gemächern des Quirius im Trakt der Seelenmagier zu finden sein. Du siehst ja selbst, dass ich aufgrund meiner schweren Verwundung nicht in der Lage bin, mich auf die Suche nach ihm zu begeben. Nachdem du dich in den letzten Stunden sehr bewährt zu haben scheinst, möchte ich dich bitten, das an meiner Stelle zu tun. Euer Vertrauen in mich ehrt mich. Ich hoffe, ich bin dieser Aufgabe gewachsen. Ich bin sicher, dass du uns nicht enttäuschen wirst. Aber bedenke, das Schicksal der Akademie, wenn nicht unserer ganzen bekannten Welt, hängt allein von deinem Erfolg ab. Wenn du den Destructorus gefunden hast, bring ihn zu mir. Nimm den Schlüssel für Quirius Gemächer mit und beeile dich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Gar kein Druck. Ich werde sofort aufbrechen. Und hier haben wir noch 2 weitere Aufgaben und fragen wir die mal noch. Sagt mal, ihr kommt doch ziemlich viel herum in der Akademie. Habt ihr vielleicht Meister Kalios gesehen? Ich bin sein Gehilfe, Pankratius, und ich mache mir große Sorgen um ihn. Nein, den habe ich leider nicht gesehen, aber ich werde mich mal umsehen oder ich habe keine Zeit. Nee, ich werde mich mal umsehen. Das wäre wirklich nett von euch. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Ich werde mich mal umsehen, hoffentlich finde ich ihn.
Und dann haben wir noch unseren netten Gnomen. Warte mal, können wir eigentlich noch mit den anderen reden? Ich bin froh, dass ihr Meganteolis helfen könnt. Seine Wunde scheint sehr an ihm zu zehren. Hoffentlich wird es uns gelingen, die Dämonen mit Hilfe des Destruktors zurückzuschlagen. So, dann quatschen wir noch mit dem hier. Wo ich wohl meinen Stab gelassen habe. Okay, das kennen wir schon. Leider nicht, falls ich ihn finde, werde ich Bescheid sagen. Und Dolcina sollte wirklich nicht so ein Theater machen. Okay, das scheinen die gleichen Dialoge zu sein, aber reden wir nochmal mit unserem Händler. Wie schön, dich wiederzusehen. Du möchtest doch sicher etwas kaufen. Aber warte, hättest du nicht vielleicht Lust, eine Kleinigkeit für Gorlin zu erledigen? Du bekommst auch eine ganz tolle Belohnung dafür. Na, was soll ich wieder klauen? worum handelt es sich denn? Naja, es gibt da so einen goldenen Käfig. Den haben wir schon gesehen. Der ist sehr hübsch und der stand immer ganz unbenutzt in einer der Lounges herum. Ich wollte ihn mir schon einmal holen, aber er ist durch ein Schloss geschützt. Jetzt weiß ich aber, dass der Käfig einem gewissen Qualus gehört hat, der in einem der Gästetrakte gewohnt hat. Aber, weißt du, unter uns gesagt, ich glaube nicht, dass er noch lebt. Vielleicht findest du da einen Schlüssel oder so. Damit könntest du deinem alten Freund Gorlin wirklich einen Gefallen tun und ich werde dich auch dafür belohnen. Gut, ich werde mich mal umsehen, aber lass mich bitte noch kurz einen Blick auf deine Warenwerte werfen. Ich werde mich dort mal umsehen, vielleicht später. Okay, ich werde mich dort mal umsehen. Gut. Okay, das heißt, hier sind noch ganz viele Leute. Haben die denn... Ich bin der Meinung, so viele Leute waren das bei nicht bei mit dem Reden hier. So ein Glück, dass du es auch hierher geschafft hast. Die hatten wir auch schon. Was ist mit denen hier oben? Haben wir mit denen? Mit denen haben wir doch noch nicht allen geredet, oder? Wo diese Dämonen wohl alle herkommen? Das scheint ja eine ganze Armee zu sein und... Ja, das kennen wir auch schon. Mit der Hoffnung, genau. Hä? Habe ich echt mit so vielen Leuten geredet? Gucken wir mal. Hast du schon gehört, dass die Dämonen nicht alle einfach umbringen? Manche suchen sie sich heraus und die müssen... Ja, okay. Gut, dann haben wir doch schon mit allen geredet hier. So, dann würde ich jetzt noch ein bisschen shoppen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge aufmachen in den Seelentrakt. Nee, in den Trakt der Seelenmagier oder so. Und dort werden wir dann... Obwohl, vielleicht machen wir das mit dem Schlüssel vorher noch, mit dem kleinen Käfig. Und werden dann dort schauen, wo es uns dann hin verschlägt. Und vielleicht finden wir ja den Destructorius, wie auch immer das Ding heißt. Und weiß nicht, ob wir es schon nächste Folge schaffen, aber wir werden es sehen. Dann würde ich sagen, lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.